Hallo zu ein paar weiteren Gedanken bei Bauchi auf Sendung, die ich hier gerade einfach mal kurz festhalten möchte. Weil es mir gerade so durch den Kopf ging und etwas abrunden, was mich eigentlich schon eine Weile beschäftigt. Und das hat mit Wissen zu tun. Wissen, was man so weiß. Wissen, was so als Wissen gilt. Und für mich ist eigentlich dieses Wissen über die Zeit was sehr, sehr Schwammiges geworden, weil es sich ständig ändert. Das ist halt, was passiert, wenn man lernt. Das Wissen, der Wissensstand ändert sich. Und er ist halt vor allen Dingen dadurch absolut unbegrenzt und unerschöpflich und nicht messbar. Vor allen Dingen für mich auf diese Weise nicht greifbar. Und genauso wie hilfreich Wissen sein kann, genauso hinderlich kann das halt eben auch sein. Und mir ist halt so über die Jahre dann nochmal sehr viel intensiver über die letzten Wochen und dann noch intensiver über die letzten Tage klar geworden, dass für mich eigentlich was völlig anderes viel wichtiger ist, als was ich weiß. Und das ist, was ich fühle. Ich laufe jetzt seit 17 Jahren durch die Gegend mit einem Mantra, ich definiere mich selber über meinen Namen als Bauchmensch, der auf sein Bauchgefühl hört und sich davon leiten lässt. Und hier habe ich gerade einfach mal die Möglichkeit, es ganz klar auch so auszudrücken, auch für mich selber, dass für mich viel, viel wichtiger ist, was ich fühle, als das, was ich weiß. Ich bin alles andere als ein rationaler Mensch, obwohl ich sehr rationale Strategien verfolgen kann. Und das dann auch sehr konsequent. Und entsprechend erfolgreich. Vor allem, wenn das mit mir selber zu tun hat. Was ich fühle, das, was früher immer sehr gerne einfach unter den Teppich gekehrt wurde. Auch wenn da jemand so, keine Ahnung, wenn jemand einfach, woher weißt du das? Ja, ist einfach ein Bauchgefühl. Dann wird das abgetan. Bauchgefühl hat nichts mit Wissen zu tun. Und das halte ich für einen groben Denkfehler. Wie schafft man das? Bauch oder Herz und Kopf in Einklang zu bekommen. Also mir hat das halt eben sehr geholfen mit meinem Kopf. Nicht nur meine Gedanken, sondern halt auch meine Gefühle zu beobachten. Und dabei halt aber eben dem Gefühl, den Gefühlen, durch die sich das Gefühl ausdrückt, weit mehr Gehör zu schenken. Zu gehorchen. Als ich das zuvor getan habe. Mein Gefühl ist im Prinzip mein Gewissen. Und das Gefühl lässt mich wissen, ob ich gerade irgendwas Richtiges oder Falsches zu tun im Begriff bin. Oder getan habe. Ein schlechtes Gewissen sagt mir, lass es sein. Gutes Gefühl sagt mir, hau rein, mach weiter.
Genieß es. Das ist für mich alles andere als schwammig. Das ist für mich alles andere als ungreifbar. Das ist absolut greifbar. Das ist so simpel einsetzbar und praktikabel, dass ich ab hier auch wirklich offiziell mit gutem Gewissen sagen kann, ich scheiß auf mein Wissen. Ich brauche gar nicht wirklich irgendwas zu wissen. Ich weiß sowieso eigentlich immer nur wirklich, was ich selber auch überprüfen konnte, wovon ich mich selbst überzeugen konnte. Ansonsten weiß ich es nicht. Ansonsten hat es mir irgendjemand erzählt und ich glaube ihm, aber ich weiß es nicht. Das ist das so Schneidige, was das so zu so einem zweischneidigen Schwert macht, das Ganze. Ich bin sehr, sehr vorsichtig gewesen, mit Wissen um mich zu schmeißen. Es wird mir immer noch, selbst wenn ich solche Videos mit solchen Gedanken mache, indem ich einfach nur brainstorme, wird mir vorgeworfen, ist mir scheißegal. Braucht ich nicht. Verkompliziert mein Leben zu sehr. Was ich weiß, ist, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen kann. 17 Jahre mache ich das jetzt und bereue lediglich, wenn ich es nicht getan habe. Das ist eine durchaus ernstzunehmende Autorität. Und die meint es definitiv besser mit euch, also euer Bauchgefühl, als irgendeine externe Autorität, die ihr mir gerade nennen könntet. Und das ist der Grund, warum ich Bauchi bin und einfach meinem Bauchgefühl folge. Und zu ganz vielen Dingen, von denen mein Kopf gerade ausgehen soll, dass das so ist, sagt mein Gefühl, das ist so. Und mein Herz sagt, tschüss mit F, wir sehen uns im nächsten Video.